Der Blankenburger Süden liegt im Nordwesten Berlins, nur 20 S-Bahn-Minuten vom Alexanderplatz entfernt. Diese Stadtrandlandschaft ist eine unglaublich wertvolle Fläche, die vielfältige Erholungsfunktionen und Ökosystemleistungen übernimmt. An eine Bebauung dieser Fläche müssen höchste Anforderungen gestellt werden. Wir schlagen daher einen zirkulär organisierten Stadtteil vor, der einen erheblichen Beitrag zur Versorgung mit Wasser, Energie, Nahrung, zur Stärkung der Biodiversität, zu einem umweltverträglichen Mobilitätssystem, zum ressourcenschonenden Bauen und zu einem intensiven sozialen Austausch leistet. Wie setzen wir das Konzept der kreislaufgerechten Stadt um? Das Raumbild zeigt die entwurfleitende Idee, dass die Landschaft die Stadt schafft. Ein großer Nord-Süd verlaufender Landschaftsraum formt den neuen Stadtteil und verbindet ihn mit den Dorfmitten von Blankenburg und Heinersdorf. Der Landschaftsraum und die angrenzenden Quartiere werden orientiert an den bestehenden Qualitäten des Ortes charakterisiert. So werden die Gewässer zum Bachland. Kleingärten werden als Gartenland interpretiert. Der Ruderalwald wird zum Waldland ausgeweitet. Und Landwirtschaft findet im Produktionsland statt. Die vier Quartiere werden durch eine Nord-Süd verlaufende Achse, die sogenannte Meile, miteinander und mit Blankenburg und Heinersdorf verbunden. Hier fährt auch die Tram. Alleen vernetzen die neuen Gebiete mit den Kleingärten im Westen und der Offenlandschaft im Osten. An der Meile zwischen Garten und Produktionsland ist die Stadtteilmitte als Nahversorgungszentrum verortet. Im Bachland und Waldland gibt es Quartiersmitten als Brücken nach Heinersdorf und Blankenburg. Es entstehen vier Quartiere mit spezifischer Bau- und Freiraumstruktur. Das Wald- und Bachland bilden den Anschluss an Blankenburg und Heinersdorf aus. Das Produktionsland als Gewerbepark schafft mit einem Waldsaum den Übergang in die offene Landschaft. Das Mobilitätskonzept setzt auf das Prinzip des Umsteigens vom Auto auf den Umweltverbund. Die Tramachse, dunkelblau, ist das zentrale Element des neuen autoarmen Stadtteils. Die Tramstationen befinden sich in unmittelbarer Nähe zu den Quartiersgaragen mit Mobilstationen. Eine Buslinie, hellblau, ergänzt den ÖPNV. Das Tramdepot befindet sich im südlichsten Abschnitt des Gewerbegebietes und wird vollflächig überbaut. Ein Radschnellweg schließt südlich an die Blankenburger Straße an, verläuft parallel zur Tramtrasse bis zum Anschluss an die Heinersdorfer Straße und die S-Bahn-Station im Norden bzw. den Panke Trail im Westen. Die Hauptverkehrsstraße Dunkelrot bindet das Gebiet über die vorgegebenen Punkte am Blankenburger Pflasterweg und an der Heinersdorfer Straße an. Sie nimmt die Durchgangs- und Gewerbeverkehre auf und wird nicht durch die Wohnquartiere geführt. Sammelstraßen Rot und Wohnwege Orange ergänzen das MIV-Netz, wobei Wohnwege für Rad- und Fußgänger ausgebildet sind und nur in Ausnahmefällen durch Autos befahren werden. Geparkt wird in Quartiersgaragen. Zugunsten größtmöglicher Freiräume entsteht eine städtische Baudichte in relativ gleichmäßiger Verteilung im Gesamtgebiet. Die Gebäude haben größtenteils 4 bis 5 Geschosse. Die Ausnahme bilden 8- und 12-geschossige Punkthäuser am Waldsaum und an den Quartiersmitten. Jedes Quartier ist durch eine spezifische Gebäude- und Freiraumstruktur geprägt. Die Quartiere sind gemischt genutzt, wobei der größte Anteil dem Wohnen gewidmet ist. In den Erdgeschossen sind je nach Lage öffentliche Nutzung wie ein Café, soziale Nutzung wie Schülerhilfe-Tagestreff oder auch nachbarschaftliche Angebote wie Werkstatt, Gitarrenkurs oder ähnliches verortet. Das Stadtteilzentrum befindet sich im Gartenland an der Meile. Hier gibt es Nahversorger wie Supermarkt, Drogerie und einige kleinere Läden.
die auch für die Menschen in Heinersdorf und Blankenburg gut per Tram, Rad oder zu Fuß zu erreichen sind. Das Produktionsland belebt die Meile durch Werksläden, Makerspace, Manufakturen oder Showrooms. In den anderen Quartieren werden nicht kommerzielle Mitten ausgebildet. Im Bachland gibt es eine Volkshochschule, eine Musikschule und eine Stadtteilbibliothek. Im Waldland ein Bürgeramt, ein Nachbarschafts- und Familienzentrum und einen regionalsozialpädagogischen Dienst. Und im Produktionsland gibt es ein Unternehmerforum mit Veranstaltungs- und Fortbildungsräumen, Kantine und Baustoffbörse. Kitas sind dezentral im gesamten Planungsgebiet verteilt, mit gutem Zugang zum Landschaftskorridor. Der neue Stadtteil wird zwei Schulstandorte haben. Der Schulcampus 1 mit einer Grundschule und einer integrierten Sekundarschule befindet sich im Gartenland an der Heinersdorfer Straße. Der zweite Schulcampus mit Grundschule, Sekundarstufe 1 und 2 liegt im Norden des Gebietes. Hier entsteht eine Bildungslandschaft am Fließgraben mit Spiel- und Sportplätzen, anknüpfend an den bestehenden Grundschulstandort unter den Bäumen in Blankenburg und die Kita Blankenburger Wichtel. Welche Räume und Orte braucht die Stadt der Kreisläufe? Das Landschaftskontinuum aus Bach, Garten und Waldland ist das wichtigste Freiraumelement. Zusammen mit den Alleen entsteht ein feinmaschiges grün-blaues Netz im Stadtteil. Es wirkt klimaregulierend, dient dem Nahrungsmittelanbau und erhöht die Biodiversität. Zudem bietet der Landschaftspark Sport-, Freizeit- und Erholungsangebote für die neuen Bewohner und für die, die schon da sind. Ein echter Mehrwert für die Wohnqualität. Spielplätze in Orange befinden sich dezentral in jedem Quartier. Größere Spielflächen sind unter anderem im und am Wald vorgesehen. Das Regenwassermanagement funktioniert nach Schwammstadt- und Kaskadenprinzipien, bei dem Regenwasser zurückgehalten und zwischengespeichert wird, verdunstet und versickert bzw. in die lokalen Gewässer wie den Schmöckpfuhl und Fließgraben abgeleitet wird. Der Landschaftspark übernimmt hierbei eine wesentliche Rolle. Zu den Flächen des Regenwassermanagements gehören Mulden-Rigolensysteme entlang der Straßen und versickerungsfähige Belege. Begrünte Dächer, die Regenwasser zwischenspeichern und verdunsten, sowie diverse Urban Wetlands, also Retentions- und Verdunstungsflächen und auch pflanzliche Reinigungssysteme, die sowohl innerhalb von Baublöcken, zum Beispiel als Regengärten, als auch im großmaßstäblichen Landschaftskorridor verortet sind. Gespeichertes Regenwasser wird teilweise für die Nahrungsmittelproduktion genutzt, zur Bewässerung von Anbauflächen und für die Gewächshäuser. Gemeinschafts- und Mietergärten für die Nahrungsmittelproduktion und für freizeitliche, gesundheitsfördernde oder auch Bildungsaktivitäten sind in allen Quartieren, vor allem aber im Gartenland vorgesehen. Hier werden auch lokale Spezialitäten angebaut und verarbeitet. Das Waldland bietet ebenfalls Bereiche zum Gärtnern an. Hier werden Kräuter und Gemüse in Hügelkultur angebaut. Der Wald ist auch essbar. Früchte, Beeren, Kräuter wachsen wild und in Lerngärten kultiviert. Eine industrielle Nahrungsmittelproduktion wird in Gewächshäusern auf den Gewerbedachflächen betrieben. Die Ernte wird hier lokal verarbeitet, verkauft und verbraucht. Der Stadtteil versorgt sich in großen Teilen selbst mit Energie. Das Energiesystem ist dezentral organisiert und beinhaltet ein Wärme-, Kälte- und Stromnetz, die je an das städtische Netz angeschlossen sind. Je Quartier gibt es eine Energiestation mit Blockheizkraftwerk, Strom- und Wasserspeicher, betrieben mit Biogas. Dächer und Fassadenflächen werden zur Strom- und Wärmeerzeugung genutzt und Abwärme der Gewerbehallen in das lokale Wärmenetz eingespeist. Die Landschaftsräume tragen zur Kühlung und Lüftung des Stadtteils bei. Wie werden die Kreisläufe miteinander vernetzt? Je Quartier gibt es einen sogenannten Psych-Hub,
ein Gebäude, das diverse Kreislauffunktionen vernetzt. Als Umsteigeorte sind sie an den Tramstationen verortet. Zugleich wirken sie als Quartiersmitten mit soziokulturellen Angeboten, die sich auch an die Menschen in Blankenburg und Heinersdorf richten. Die Gebäude beinhalten eine Quartiersgarage für die Autos der Anwohner und Mobilitätsservices wie Werkstatt und Leihstation. Im Erdgeschoss gibt es einen Quartierstreff mit FabLab und das Quartiersmanagement. Ein Teilbereich der Obergeschosse ist für Kulturelles und Soziales reserviert. Hier beispielsweise die Vereinsräume des Gartenland e.V., wo Veranstaltungen, Bildung, Kochkurse, Obst- und Gemüseverarbeitung stattfinden. Im Erdgeschoss der zugehörige Loseladen. Die Dächer werden als Gemeinschaftsgärten bewirtschaftet und dienen als Retentionsflächen. Hier befinden sich zudem jeweils eine Kita und ein Jugendtreff. Und schließlich ist im Untergeschoss die Energiezentrale untergebracht. Unter dem Quartiersplatz befindet sich der Wärmespeicher. Die vier Quartiere sind eng mit den Landschaftstypen Bach, Gärten, Wald verknüpft und haben eine je spezifische Gebäude- und Freiraumstruktur. Das Gartenland ist durch eine Mischung gestapelter Reihenhäuser und Geschossbauten mit Gartenregalen geprägt. In den Wohnhöfen sind Mietergärten, Treffs, Spielflächen und Gewächshäuser vorgesehen. Die Baublöcke sind zum großen Landschaftsraum geöffnet. Hier befinden sich Lern- und Gemeinschaftsgärten. Der Cycup mit großem Platz an der Allee bildet die Quartiersmitte aus. Das Waldland ist das größte der neuen Wohnquartiere. Die Bebauung ist geprägt durch offene Baublöcke mit terrassierten Riegeln und abgestuften Punkthäusern am Schmöckfuhlgraben und Wald. Alleen verbinden das Waldland mit der Umgebung. Die Gebäude sind als Holzkonstruktionen ausgeführt, mit Holzfassaden und großzügigen begrünten Balkonen. Die Dächer werden auch begrünt und für Photovoltaik genutzt. In den Wohnhöfen werden Regengärten, Spielflächen und Gemeinschaftsterrassen angelegt. Das Gewerbegebiet Produktionsland grenzt östlich an das Gartenland und wird mit einem SAIC-Profil entwickelt. Das heißt, dass Unternehmen der Circular Economy hier angesiedelt werden. Die Zone 1, die sogenannte Makermeile, befindet sich benachbart zur Wohnbebauung und ist der wohnverträglichen, der sogenannten urbanen Produktion vorbehalten, die emissionsarm ist. Dazu gehören Handwerk, Manufakturen und digital basierte Produktion. Neben der Nutzung für Gewächshäuser sind einige Hallendächer öffentlich zugänglich und als Sportflächen nutzbar. Alleen queren als autofreie Grünverbindungen das Gebiet und führen in die Offenlandschaft und die Malchower Auenlandschaft. Der SciHub im Produktionsland beinhaltet auch ein Unternehmerzentrum mit Veranstaltungs- und Fortbildungsräumen. Der angrenzende Quartiersplatz wird durch die Kantine, das Café und die Fahrradwerkstatt im Erdgeschoss sowie die gegenüberliegende Baustoffbörse bespielt. Und jetzt fahren wir von Heinersdorf mit der M2 durch den neuen Stadtteil bis nach Blankenburg.